Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, der eine oder andere denkt sich, was soll das jetzt auf einmal? Ja, ich habe bewusst das Thema bis zum Schluss aufgehoben und das Video kommt auch wahrscheinlich erst online, wenn ja, wir mitten in der Geburt stecken oder der Kleine vielleicht sogar schon auf der Welt ist. Also ihr könnt gerne jetzt schon spekulieren, ob der Kleine schon da ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, ihr habt es in der Überschrift gelesen, es geht um das Thema Hausgeburt. Und wie schon gerade eben gesagt, wir haben das Thema bewusst bis zum Schluss aufgehoben. Nicht mal unsere Freunde wussten bis jetzt, dass wir eine Hausgeburt planen, beziehungsweise dass wir eine Hausgeburt geplant haben. Jetzt, wenn ich das Video aufnehme, bin ich aktuell in der 37. Schwangerschaftswoche und das heißt, meine Hebamme hat auch gerade schon die Rufbereitschaft für mich. Das heißt, wenn ich sie anrufen sollte, dass die Geburt losgeht, wird sie zu uns nach Hause kommen. Und ja, die Geburt wird dann auch zu Hause stattfinden. Ich möchte in diesem Video so ein bisschen darauf eingehen, warum ich eine Hausgeburt machen möchte. Was das für Gründe sind, ob ich nicht irgendwelche Ängste und Sorgen habe oder wie ich überhaupt darauf kam, eine Hausgeburt zu machen. Und ich habe mir jetzt kein Skript überlegt oder sonst was. Ich möchte einfach nur drauf losreden und euch erzählen, wie das überhaupt das Ganze zustande gekommen ist, dass ich das überhaupt in Erwägung ziehe. Und ja, genau, ich würde sagen, ich starte auch damit, wann das Ganze überhaupt angefangen hat, wann wusste ich, dass ich eine Hausgeburt machen will. Nicht schon mal vorweg, nicht, dass irgendwelche sich denken, es hat was mit Corona zu tun. Nein, das ist überhaupt nicht der Grund, warum wir eine Hausgeburt in Erwägung ziehen. Und das sollte auch für keine von euch der Grund sein, warum ihr euch für eine Hausgeburt entscheidet. Das wird euch aber auch eure Hebamme sagen. Also ich glaube, sowas wollen die eh nicht hören, dass ihr das nur deswegen macht. Also es muss einem schon bewusst sein, worauf man sich da einlässt. Und klar, ich habe aktuell noch leicht reden, weil ich auch noch nicht 100% weiß, worauf ich mich da einlasse. Beziehungsweise, ja, es kann sich ja so vieles dabei ändern. Auf jeden Fall, wie gesagt, Corona war nicht der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns für eine Hausgeburt entschieden haben. Es hat alles relativ früh angefangen. Ich meine, es war im Sommer, als ich in die Hebammenpraxis gekommen bin. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, wegen irgendeiner Sache bin ich dahin und meine Hebamme war gar nicht da, sondern die Chefin sozusagen, also die Haupthebamme, und mit ihr habe ich so ein bisschen drüber geredet und dann sind wir irgendwie auf das Thema Hausgeburt gekommen und da bin ich sehr, wie sagt man, dann wurden meine Ohren sehr spitz. Ich wollte so viel darüber wissen und je mehr ich wusste, desto mehr wurde mir bewusst, das ist genau das, was ich will. Und ja, sie hat mich super darüber informiert. Dann hatten wir auch ein paar Wochen später wie so ein Aufklärungsgespräch mit noch einem Paar, die auch hier bei uns aus dem Ort sind. Wir saßen alle schön draußen. Es war super toll. Die Hebamme, noch eine Praktikantin und wir. Also wir saßen zu sechs draußen und haben über das Ganze geredet. Wir konnten uns im Vorfeld schon den ganzen Vertrag angucken, worauf man achten muss bei einer Hausgeburt. Und wir haben sofort unterschrieben und haben gesagt, ja, genau das wollen wir. Das andere Paar war sich noch nicht so ganz sicher, weil man muss halt auch vorher wissen, wie sind die Situationen zu Hause? Wie wohnt man? Wohnt man in einer Mietswohnung? Hat man viele Nachbarn, die das mitkriegen? Will man, dass die Nachbarn das überhaupt mitkriegen, dass eine Geburt gerade ja, stattfindet? Und uns war das direkt klar. Wir wollen es, wir haben ein eigenes Haus, wir fühlen uns super wohl und das sind auch die Gründe. Wir fühlen uns so wohl hier zu Hause, dass wir einfach, ja, wenn ich schon an die Geburt denke, dass die hier zu Hause stattfindet, vielleicht sogar hier in dem Zimmer von dem Kleinen oder bei uns im Badezimmer. Ich weiß nicht, ich habe da einfach so eine Vorfreude und solche Glücksgefühle, wenn ich nur daran denke. Und ja, deswegen haben wir gesagt, wir wollen das auf jeden Fall machen und ja, wir haben das eigentlich nur unseren Eltern erzählt und unseren Geschwistern, genau, die wissen das und das war's. Sonst weiß es keiner, keine Freunde, weil wir uns einfach das Thema, wie soll man sagen, wir wollten nicht, dass andere eingreifen und sagen, seid ihr euch da sicher,
Es gibt doch so viele Risiken. Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Natürlich gehe ich in die ganze Situation jetzt nicht blauäugig rein und sage, bei uns wird nichts passieren, alles in Ordnung. Nein, um Gottes Willen. Vielleicht wissen ja auch einige von euch, dass ich eine Herzrhythmusstörung habe. Das habe ich natürlich im Vorfeld alles abgeklärt. Mir wurde eine Spontangeburt sozusagen genehmigt. Also es besteht wohl keine Gefahr, dass irgendwas passieren könnte oder so. Vor allem bei einer Geburt, wo es keine Intervention gibt. Das heißt, ohne Schmerzmittel, ohne irgendwelche Eingriffe ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass irgendwas mit meinem Herz passiert. Wie wenn ich zum Beispiel in der Klinik bin und irgendwelche Wehenhämmer bekomme oder eher andersrum, um Wehen fördernd. Da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich einen Anfall bekomme, wie wenn ich das zu Hause mache, in meiner gewohnten Umgebung und das Ganze sozusagen auf mich zukommen lasse. Natürlich denkt man dran, ja, was ist, wenn was passiert? Ich kann euch eins sagen, wenn ihr so eine Hebamme habt, die mit euch eine Hausgeburt macht oder die ganze Zeit Rufbereitschaft hat, es heißt nicht, dass ihr 100% zu Hause entbinden müsst. Wenn ihr merkt, irgendwie einen Tag vorher, ne, also worauf habe ich mich hier eingelassen, ich möchte das jetzt doch nicht, könnt ihr immer noch jederzeit in die Klinik fahren. Genauso wie, wenn ihr mitten in der Geburt seid, ihr habt schon eure Wehen, ihr seid schon, keine Ahnung, 3-4 cm geöffnet und merkt, okay, ihr braucht jetzt doch Schmerzmittel, weil das ist nämlich ein Punkt, ihr kriegt nämlich von eurer Hebamme zu Hause keine Schmerzmittel. Weder eine PDA, sonst noch irgendwas. Also das Einzige, was ihr vielleicht zu Hause bekommt, ist ein Buscopan-Zäpfchen, das war's. Alles andere wird halt ohne, wie sagt man, ja, man versucht dann auf andere Sachen auszuweichen. Wärme, Massage, Akupunktur, Akupressur, also so Alternativmedizin. Und ja, wenn ihr dann merkt, ihr schafft das doch nicht ohne irgendwelche Medikamente oder sonst was, wird oder könnt ihr mit eurer Hebamme immer noch in die Klinik fahren. Oder ihr könnt auch, wie auch immer, ihr könnt auch alleine fahren. Aber je nachdem, wie weit ihr schon fortgeschritten seid in der Geburt, wird die Hebamme mit euch gemeinsam in die Klinik fahren. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, naja, klasse. Vor allem, es gibt doch nichts Besseres als, wenn man zu Hause ist und, ja, sagen wir mal, die Wehen schon veratmet, man weiß, man ist schon ein paar Zentimeter geöffnet und, ja, man weiß, dass es zu Hause losgeht. Überlegt euch jetzt mal, ihr würdet ins Krankenhaus fahren. Allein der Weg dorthin ist mit so viel Stress verbunden für viele Paare, dass auf einmal die Wehen wieder nachlassen. Und dann kommt ihr in der Klinik an und die sagen zu euch, also nee, das dauert noch, sie können noch nach Hause fahren. Oder sie bleiben jetzt hier und ihr Partner muss leider ja draußen bleiben aufgrund von Corona. Okay, das sollte jetzt kein Grund sein, aber sagen wir mal, ihr liegt dann da 12 Stunden oder wie auch immer in einer komischen Atmosphäre, wo ihr euch nicht auskennt und euch vielleicht auch nicht wohlfühlt und nicht wisst, wo was ist. Und dann müsst ihr da, keine Ahnung, Treppen hoch und runter laufen. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres. Zu Hause zum Beispiel wüsste ich, okay, ich rufe jetzt meine Hebamme an, ich kann nicht mehr, jetzt ist der Punkt angekommen, ich brauche sie. Sie wird dann wahrscheinlich am Telefon mir sagen, hier Anni, mach das und das und das oder ich bin auf dem Weg, bereite dir doch schon mal ein Bad vor oder wie auch immer, vielleicht habe ich schon in der Zeit ein Bad ausprobiert. Ich kann mich hier bei mir zu Hause frei bewegen, ich kann meine Toilette nutzen, ich kann in die Küche gehen, falls ich was essen möchte. Je nachdem, es gibt ja verschiedene Frauen, die einen, die übergeben sich nur bei der Geburt, die anderen haben vielleicht auch Hunger, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, das ist für mich einfach, sagen wir mal, eine entspannte Geburt, auch wenn ich weiß, dass die Schmerzen sehr dolle sein werden. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich einfach drauf. Genauso wie, was mich auch sehr abgeschreckt hat von einigen oder halt, was ich oft gehört habe, dass in vielen Kliniken einfach der Dammschnitt zum Beispiel gemacht wird. Zum Beispiel in der Klinik, wo ich mich ja angemeldet habe, dazu komme ich noch gleich, wird zum Beispiel nicht mehr einfach so ein Dammschnitt gemacht. Nur wirklich, wenn es notwendig ist. Da war ich ja schon mal beruhigt. Aber es gibt einfach so viele Frauen, bei denen das gemacht wurde, wo es gar nicht notwendig ist. Und ich habe zum Beispiel mir einen Geburtsplan geschrieben, wo ausgiebig, also ausführlich steht, was ich mir alles wünsche.
Unter anderem steht da, dass ich zum Beispiel einen Dammriss in Kauf nehme, aber darauf bestehe, dass die Hebamme einen Dammschutz macht. So ein Schutz sieht immer, ich weiß ja nicht, also ich habe mich natürlich informiert, es gibt verschiedene Methoden. Jede Hebamme hat bestimmt da ihre eigene Methode. Auf jeden Fall kann man das mit einer warmen Kompresse machen, mit so einer Kaffeekompresse, dass man es dagegen drückt. Und ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Methoden. Auf jeden Fall ist es so, dass ein Dammriss viel besser heilt wie ein Dammschnitt. Natürlich ist es beim Flicken sozusagen etwas komplizierter, weil der Riss ja nicht gerade ist, sondern sagen wir mal, wellenförmig sein kann. Aber wie gesagt, es heilt in der Regel viel besser. Und bei einem Schnitt wird meistens viel zu viel geschnitten, was gar nicht notwendig ist. Sagen wir mal, es hätten einfach 0,5 mm gereicht, aber ihr wurdet 1 cm geschnitten oder noch länger oder noch größer, wie auch immer. Ja, das sind zum Beispiel so Sachen. Und ja, ich muss mich hier zum Beispiel auch nicht festlegen, wo will ich jetzt entbinden. Will ich in der Wanne entbinden? Möchte ich im Bett entbinden? Möchte ich im Stehen? Was weiß ich, es gibt so viele verschiedene Methoden. Und hier wird mir keiner sagen, so, sie legen sich jetzt aufs Bett und bleiben jetzt auf dem Bett liegen, weil das gibt es auch oft. Hier kann ich es so machen, wie ich denke, beziehungsweise wie ich mich wohlfühle. Natürlich sollte es zu irgendwas kommen, keine Ahnung, das Kind liegt gerade ein bisschen komisch, der hilft jetzt am besten die und die Position. Das wird natürlich meine Hebamme mir sagen und da bin ich die Letzte, die dann sagt, nein, es geht nicht. Sie ist schließlich diejenige, die die Erfahrung hat und ich bin diejenige, die ihr erstes Kind auf die Welt bringt. Genau, kommen wir dazu. Ich habe mich ja trotzdem schon mal informiert in der Klinik. Ich habe mich jetzt nicht 100% angemeldet, weil das ging ja aufgrund von Corona nicht. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe meine Kliniktasche gepackt. Ich habe auch an einem Online-Seminar bzw. einer Online-Führung teilgenommen in unserer Klinik und mir das alles angeguckt. Das ist aber nur für Notfälle, dass wenn irgendwas passieren sollte während der Geburt, ich einfach meine Tasche hier nehmen kann und wir ins Auto steigen und fahren. Auch da, je nachdem, wie oder was der Grund ist, warum ich in die Klinik fahre, möchte ich auch direkt wieder nach Hause. Sollte es natürlich aber sein, keine Ahnung, es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden oder sonst irgendwas, dann werde ich natürlich auch in der Klinik bleiben. Und dann wird auch mein Mann in der Klinik bleiben. Weil bei uns ist es aktuell so, auch egal ob Corona oder nicht, es besteht die Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir ein Familienzimmer kriegen. Das heißt, mein Mann wird dann auch mit mir auf der Station bleiben. Er darf natürlich die Station nicht verlassen, aber wir bleiben dann da gemeinsam. Und ich werde nicht alleine mit meinem Kind da bleiben, weil das ist mir auch sehr wichtig. Ja, und vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, ja, was braucht man denn alles für die Hausgeburt? Das macht bestimmt sau viel Sauerei oder so. Nein, ich glaube, da denken auch viele irgendwie anders. In unserer Familie, die war genauso erst, wie wollt ihr das machen? Und ihr braucht wirklich nicht viel. Also was wir im Voraus jetzt uns besorgt haben, oder ich mir zumindest, waren solche Wöchnerinnen, also diese Höschen, dann diese Schiffcheneinlagen, die man ja auch im Krankenhaus dann bekommt, wenn ihr entbindet oder vielleicht auch schon während der Geburt, wenn man Fruchtwasserverlust hat oder so. Die habe ich mir besorgt. Außerdem habe ich auch schon viele Wickelunterlagen, die braucht ihr sowieso. Aber solche Unterlagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel dann später auf, keine Ahnung, auf dem Stuhl sitze oder mich irgendwo hinknie, dass nichts auf den Boden kommt, dann kann man es einfach unter mich legen. Das haben wir besorgt. Dann hat die Hebamme darauf bestanden, dass ein Mülleimer da steht, der offen ist, damit sie dann die, keine Ahnung, Handschuhe, Unterlagen einfach reinwerfen kann. Da habe ich extra nochmal einen Mülleimer besorgt. Wir haben eh einen gebraucht, aber ich habe den halt auch gekauft dafür erstmal. Und dann habe ich auch nochmal ein Malervlies besorgt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Kinderzimmer entbinden möchte, dass man es nur noch ausrollt auf dem Boden oder aufs Bett legt oder wie auch immer, weil dann kann man das danach einfach alles zusammenklappen und wegschmeißen. Was ihr braucht, sind natürlich Handtücher, wenn ihr in der Wanne entbinden wollt. Für den Kleinen oder für die Kleine, also fürs Baby, braucht ihr dann warme Handtücher. Das ist ja alles kein Problem. Das haben wir auch. Und das war's. Mehr braucht ihr eigentlich hier nicht. Also Essen, Trinken, das nehmt ihr euch sowieso auch in die Klinik mit wahrscheinlich, wenn ihr eure Tasche packt. Und ja, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Und wie gesagt, allein schon dieser Gedanke, dass wenn es bei mir jetzt, sagen wir mal, in der Nacht losgeht, brauche ich nicht mich zu stressen und zu denken, oh, wann muss ich jetzt in die Klinik fahren? Wann müssen wir fahren? Das habe ich nicht. Wenn es losgeht,
ich weiß, ich bin zu Hause. Das Einzige, was ich machen muss, ist meine Hebamme anrufen und ihr Bescheid sagen, jetzt geht's los oder ich habe jetzt schon seit 3 Stunden Wehen oder wie auch immer. Das ist das Einzige, was ich machen muss. Ich muss nicht ins Auto steigen, wir müssen nicht irgendwo hinfahren. Und das ist das, was mich schon viel mehr entspannt, sagen wir mal so. Natürlich hat man Bedenken, was ist, wenn irgendwas mit dem Kleinen nicht stimmt oder sonst was. Aber ich vertraue da voll und ganz meiner Hebamme, meinem Körper, dass mein Körper mir schon vorher irgendwelche Zeichen gibt, Signale gibt, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Und meine Hebamme wird auch rechtzeitig reagieren. Also noch bevor, sagen wir mal, das Köpfchen zu sehen ist und wenn sie weiß, es stimmt da irgendwas nicht, dass wir in die Klinik fahren. Ja, also wie gesagt, da gehört auf jeden Fall auch sehr viel Vertrauen. Und ich wende jetzt kein Hypnobirthing an oder so, aber ich habe mich natürlich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt und versuche einfach in die ganze Sache mit dem Gedanken reinzugehen, mich auf diese Situation einzulassen, diese Schmerzen zuzulassen. Es ist ein Schmerz, der dich zu einem Ziel bringt. Das ist nicht wie, wenn du dir jetzt einen Arm brichst und ja, vor Schmerzen schreist oder irgendeine offene Wunde hast. Es ist ein Schmerz, bei dem du weißt, dass du in ein paar Stunden dein Baby in den Händen halten wirst, dass du ein Leben auf die Welt bringst. Und ich glaube und finde, das ist ja schon was ganz anderes, wenn man so in die Sache reingeht. Und natürlich gehe ich vom Schlimmsten aus. Ich werde bestimmt einige Geburtsverletzungen haben oder wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch bekommen und meinen Mann bestimmt auch mal anschreien, je nachdem. Ich kann es mir das Ganze ja noch gar nicht vorstellen. Aber ja, wie gesagt, ich versuche da entspannt in die Sache reinzugehen und freue mich auch darauf. Und ich werde euch natürlich nach der Geburt auch berichten, wie unsere Geburt abgelaufen ist. Ob wir eine Wassergeburt, wollte ich gerade sagen, ob wir jetzt eine Hausgeburt im Endeffekt gemacht haben oder nicht oder in die Klinik gefahren sind, das werdet ihr alles in unserem Geburtsbericht oder in meinem Geburtsbericht erfahren. Aber wie gesagt, wenn das Video für euch hier online kommt, dann sind wir schon auf dem guten Weg, unseren kleinen Sohn in den Armen zu halten oder vielleicht halten wir den auch schon in den Armen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch erzählen soll. Ich kann da, glaube ich, stundenlang jetzt noch weiterreden. Aber ich lasse auf jeden Fall ja, euch noch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen habt zu einer Hausgeburt oder sonst was, dann schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Dann kann ich auf diese Fragen in meinem Geburtsbericht vielleicht drauf eingehen und euch die Fragen beantworten. Ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich kann es kaum abwarten, den Kleinen zu sehen. Und genau. Nochmal vorweg, wie gesagt, am Anfang, meine Hebamme hat ab sofort eine Rufbereitschaft für mich. Diese Rufbereitschaft geht von 37 plus 0 bis 42 plus 0 oder 41 plus 0. Auf jeden Fall 5 Wochen, 3 Wochen vor dem ET und 2 Wochen nach dem ET. Das ist ihre Rufbereitschaft und die Rufbereitschaft kostet 100 Euro die Woche, also 500 Euro und die meisten Krankenkassen übernehmen auch einen Teil. Also in meinem Fall hat jetzt die Krankenkasse 300 Euro übernommen. Ich rede da ganz offen mit euch. Ich bin bei der kaufmännischen Krankenkasse und vollkommen in Ordnung. Wenn ihr in der Klinik seid und ein Familienzimmer haben wollt und da 3-4 Tage seid, bezahlt ihr auch eure 200 Euro. Deswegen, also ich finde bei diesem Thema sollte Geld überhaupt keine Rolle spielen. Wenn man sich dazu entscheidet, eine Hausgeburt zu machen, dann sollte man nicht daran denken, oh mein Gott, ich kann das Geld nicht auftreiben oder sonst was. Nein, also ich finde, daran sollte man da gar nicht denken oder was es kostet, wie auch immer. Das ist nebensächlich. Hauptsache, ihr seid euch bewusst, worauf ihr euch da einlasst. Und ja, Hauptsache, es ist euer Wunsch, euer Baby zu Hause zu bekommen. Und das ist unser Wunsch auf jeden Fall. Ja, jetzt war gerade mein Akku ein bisschen überhitzt. Ich wollte euch auf jeden Fall sagen, ihr könnt mir gerne, wie gesagt, Fragen unten in die Kommentare stellen. Ihr könnt mir aber auch Fragen gerne auf Instagram schreiben. Also falls ihr privat schreiben wollt und nicht in die Kommentare schreiben möchtet, könnt ihr es auch gerne machen. Und dann werde ich die einfach in meinem Geburtsbericht aufgreifen und beantworten. So, ich bin sehr außer Puste. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich eine frisch gebackene Mommy bin. Und ich freue mich schon so sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!